Hi und willkommen, mein Name ist Andy Golpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, klassisch Modus, 7 Charaktere sind noch übrig. Der nächste, der an der Reihe ist, ist Robin. Und ja, Robin, nicht Darain. Welche Klamotte denn? Ja. Ja, gut. Keine Ahnung, ich habe mir letztens Fire Emblem Warriors geholt und da kommt er auch vor und den sein Name ist da auch da rein. Was soll der Mist? Weil wir den Originalspiel, wo der herkommt, heißt da Robin. Also, was soll das? So, jedenfalls, den habe ich noch nie so oft gespielt. Also, oh Gott, der schwarze Ritter natürlich. Geh weg. Tschüss. Ja. Ja, Robin kann Zauber einsetzen. Fire Emblem Zauber. Wie man vielleicht schon gemerkt hat. Und er benutzt das Donnerschwert. So wie ich das verstanden habe, jeder dieser Angriffe hat irgendwie so eine Nutzbarkeit. Also genau wie im Fire Emblem halt. Man kann Angriffe nur so und so viel oft einsetzen. Sie dann irgendwann leer sind und dann müssen wir warten, bis sie, glaube ich, aufgeladen sind. Und da war schon so, zweimal Front eingesetzt und fertig. Alles klar, sie muss das Art von der Magie und der Angriff ist gut. Aquafeuer nämlich genauso gut wie von Pit hier. Pit. Ness, der Feuerangriff. Ja, Elwind will ich vielleicht nicht einsetzen, aber Nosferatu will ich einsetzen. Halt, halt ein. Du Idiot! Komm mal her, lass dich mal ausnuckeln. Dieser Blitzangriff von Pikachu geht mir so auf die Nüsse, ne? Voran! Was so? Was ist das? Wo? Alles klar. Gut, ich frage mich aber, ob, wenn ich mit dem Blitzschwert, mit dem Donnerschwert treffe, ob nur dann irgendwie eine Benutzung hier flöten geht, weil so läuft das nämlich im Fire Emblem. Aber ich starte gar nicht erst mit dem Ding, ich muss das erst aufladen, merke ich gerade. Ich habe gehört, du magst Feuer. Ich habe gehört, du magst Sterne. Sorg dafür, dass du Sterne siehst. Das ist so ein überpowerter Angriff. Oh Gott. Ja, vom wenigen Charakter, die Dreck. Die klauen können. Oh nee. Jetzt kann ich zum Beispiel nicht Donner einsetzen. Jetzt aber gerne. Der haut mich ja weg, wenn es so weitergeht. So, Problem ist auch, mein Rettungsruf hat Benutzungen. Also ich muss... lass mich mal her. Warum kann ich da nicht rein? Okay, ich konnte irgendwie nicht rein, also zum Glück wurde er oben und wurde eher getroffen. Konnte ich nur von der anderen Seite da rein? Was ist das?
eigentlich Robin müsste ja eigentlich auch ein guter Charakter sein für mich, ne? Weil er ist ein bisschen so wie eine bessere Version von Ness, habe ich so ein Gefühl. Ich habe schon genug Fire Emblem Mains, also. Oh. Gut. Das läuft bisher sehr gut. Nicht gut, 8.2. Da ist die weibliche Robin. Achso, er muss erst ein Ding auffahren. Wissen. Nein, ich kann nicht davor schießen. Irgendwie habe ich gedacht, das könnte ich. Wissen. Wo? Hey, bist du nicht jetzt gerade ein spielbarer Charakter? Sei ruhig. Das ist bestimmt merkwürdig, wenn man gegen Chrom kämpft und Chrom kommt, um Robin bei seiner Ultimate zu helfen. Boah. Verstehe irgendwie nicht. Da hätten sie ruhig irgendwie eine andere geben können. Hätte er nicht den Drachen hier rufen können, sich zum finalen Boss verwandeln können, aber er war ein riesiger Spoiler gewesen für Fire Emblem Awakening. Der sich hier in Grima verwandelt, heißt er, glaube ich, ne? Der böse Drache, wie in jeder Fire Emblem vorkommt. Da gibt es immer irgendwie. Fire Emblem ist eigentlich immer der gleiche Plot. Irgendein böser Drache kommt, terrorisiert die Welt. Oder irgend so ein Magier oder Hexer kommt, will irgendwie den Dämon Überlord hier wieder beleben. Was in den meisten Fällen Drachen ist. Und ja. Die Helden halt müssen irgendwie eine spezielle Waffe oder so besorgen, in den meisten Fällen. Und ja. Müssen den besiegen. So, warum kämpfe ich gegen Rylos? Hat irgendwie voll gepasst. Die Frage ist, jetzt kann ich mich bei denen hochheilen. Nö, warum auch? Oh, was ist das schon wieder? Ich habe mich doch gerettet. Das ist schon so oft passiert in dem Spiel. Oh, lief so gut bisher, ne? Und dann passiert wieder so ein Dreck. Oh. Ich wollte gerade noch Nosferatu einsetzen, du Blöder. Also vielleicht bringt es das. Dann kann ich überhaupt nicht ziehen. Oh, er lief so gut und jetzt kriege ich bei denen voll auf die Fresse. Oh mein Gott. Komm schon. Ist halt, aber der ist weg. Boah, das ist so ein Beschiss, ne? Ja, der haut mich jetzt noch einmal weg. Pass auf, ja, damit. Oh! Ich hatte 9 Punkte so und so. Komm schon. Oder Bescheid, was ist das? Lief so gut. Time to tip the scales.
mich gar nicht erinnern, hat er im Spiel gesagt hat. Also den seit Catchphrase hier in diesem Spiel. Ah, 8.4. Wenigstens noch. Aber ich hätte locker 9.9 erreichen können. Lass mich raten. Ja, natürlich. Ich überlege gerade, ist dieses eine Lied in diesem Spiel drin. Ist auch so ein kleines Bosskampfthema, sag ich mal. Und vom Fire Emblem Fates hätten sie ruhig ein paar Lieder mehr reinpacken können. Aber richtig gute Musik, irgendwie, weiß ich nicht. Man hat ja drei Spiele mehr oder weniger zur Auswahl. Je nachdem, gegen welche Armee man gekämpft hat, hat man ein anderes Kampfthema gehabt. War awesome. Gegen Bushido hat man japanische Musik gehört. Bei Nor hat man irgendwie ja, keltische Musik gehört. Das war richtig geil. Aber nein, ich glaube, von den Liedern ist kein einziges hier drin. Dafür haben wir irgendwie drei Versionen von hier, von dem Hauptthema hier. You have the Ocean's Grey Wave. Und ja auch nur 10.000 Mal im Spiel irgendwie vorgekommen ist. Ja, der Charakter hat an dort gesungen. Nach dem 10. Mal wird es ein bisschen nervig. Aber okay. Wäre doch mal ein guter spielbarer Charakter. Ja, Asura von Fire Emblem Fates. Ich kämpfe wenigstens mal nicht mit einem Schwert, sondern mit einer Lanze. Ich glaube, jeder Fire Emblem Charakter, der hier drin ist, kämpft ja mit einem Schwert, ne? Ja. Ja, ist auch so. Okay, außer Robin, der halt mit Magie ein bisschen kämpft, aber der kämpft auch mit Schwert. Wenn ruhig ein paar andere reinpacken können, wie erstmal mit Hector, das wäre awesome. Eine Axt, man Axtkämpfer in diesem Spiel, nee, ne? Das wäre doch awesome. Oder jemand mit Pferd, das wäre Hauptcharakter Sigurd oder so, der kämpft mit dem Pferd. Das ist ein Pferd, geil. Müsstest du davon abspringen, wenn ich retten willst, so wie Super Mario World von Yoshi. Ja, ne, das hätte irgendwie Marios Rettungsmove sein müssen. Wir rufen Yoshi und dann springt er davon ab. So, Chibi Robo. Ja, Ticket. Ja, ich kriege auf jeden Fall keine neuen mehr. Aber ich glaube schon fast alle Geister habe, ne? So, Robin, das heißt natürlich Corin. Dementsprechend finde sie eigentlich schon normal gut. So, ja, und ich mag weibliche Corin besser, lieber. Ja, gut, Ticket natürlich. Ich habe zwar Corin fast noch nie gespielt, aber wird schon gehen. So, das. Dank der Down gespammt wird vom Gegner. Okay, da muss ich zweimal drücken. Okay. Boom. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr ausprobieren, aber okay. Ist das überhaupt das richtige Schwert, was die hat? Ja, man hat ja. Corin hat ja irgendwie so zwei Hauptschwerter, irgendwie einmal das, was sie von ihren Vater bekommen hat, so ein verfluchtes Schwert, das überhaupt nicht böse war. Aber ich glaube, das ist das nicht, obwohl er irgendwie so eine komische Aura ausstrahlt. Oder bin ich mir nur ein? Ich glaube, Gangrel hieß das, ne? Also kann kontern, genau. Sie ist ein Fire Emblem Charakter, natürlich kann sie kontern. Dann später hat sie irgendwie das Yato bekommen. Also ich nehme an, das ist das, was sie jetzt gerade ausgerüstet hat, ne?
zwei Abzeichen jetzt. Boah, ich hasse es hier zu kämpfen, ey. Boah, was zum Teufel? Was ist das? Ich bin so groß für die, willst du mich? Okay. Drin. Hey, das Coin. Schwarz und weiß. Ja, okay. Aber wir sind ein Team. Peach und Rosalina und Luma. Okay, die sollen auf jeden Fall eine an. Okay, kämpfen wir gegen Hoshido. Wir sind alle in weiß gekleidet, wir sind in schwarz gekleidet. Also sieht das aus, ja. Wow. Natürlich fliege ich raus. Aha. Ich bleibe einfach hinten. So. Wir hatten ja immer noch so ein paar Dingen, ey. Noch nicht. Was ist das? Hat die halt aufgefangen? Gut. Blick raus. Korin, gut. Nein. Oh, die ist rausgeflogen, gut. Ich dachte, ich war rausgeflogen. Oh, keine Ahnung. So viele Gegner kann man irgendwie nicht so gut irgendwie bestimmen. Ja, auch ihr schwarz gegen weiß. Most racist part aller Zeiten. Wer denkt, das ist schon rassistisch, dann müsstet ihr euch mal meinen Let's Plays von Kingdom Hearts angucken. Mein englischen Kanal. Wo ich die Herzlosen als Black Dudes hier adressiere und die niemanden als White Guys. Das ist irgendwie der größte Rassistenkrieg aller Zeiten, was ich da mache. Bleib ich da irgendwie stecken? Ich kann auch noch mal angreifen. Da so, bleib hier stecken und dann, wenn ich noch mal drücke, mache ich den ja. Hat sie so einen komischen Sprint angefangen. Mein Fates hatte sie ja auch so irgendwie so flashy Angriffe. Also anscheinend auf die Gegner loszugehen, macht die irgendwie so Spirale oder was weiß ich. Haben sie schon irgendwie, weiß nicht, 1.1. Corin, Lucina und Darin. Robin, boah. Normal schwarz und weiß. Hier sind wir weiß. Boah, ich wollte gar nicht. Boah, ich hab gekontert. Was machst du da eigentlich? Boah. Ey Junge, was ist das? Das passiert mir hier viel zu oft. Ich weiß nicht mal, warum überhaupt das passiert. Hi. Oh ja. Boah, ich kriege hier nichts rausgehauen, ne? Hier ist einfach immer zu viel los hier bei solchen Kämpfen. Ich habe lieber so einzelne. Ich habe da hingeschossen. Wieso bist du eigentlich? Boah, ich habe hier gar nichts beigetragen. Ich hasse diese Couchenkämpfe. Kann hier nicht wirklich irgendwie sehen, was los ist. Reg mich schon wieder auf, dass ich mich da nicht retten konnte. Ey. Das ist aber irgendwie so komisch in diesem Spiel. Das ist in den anderen Spielen nicht so gewesen.
Man hat irgendwie so manchmal so ein Delay. Ich drücke schon viel früher irgendwie in den Rettungsmove. Aber ich mache dann irgendwie eine Aktion aus Versehen in der Luft. Und dann muss ich irgendwie 10 Jahre warten, bis ich meinen Rettungsmove mache. Das ist mir schon so oft in diesem Spiel passiert. Das ist ja irgendwie nicht normal. Ich dachte, ich kann auch so nach rechts oder so fliegen als Drache. Ja, Coin kann sich in einen Drachen verwandeln. Da kommt er. Ich hab echt beschissenen Tag hinter mir. Konter. Ich wollte nach oben. Boah. Dieser Angriff, ne? Ja, eigentlich schon 1 Million mal kontern, aber boah. Wieder mein Lieblingsangriff. Ja, ah, ich das Timing nie hinkriege. Ah, mein schönes Ticket, ey. Konter, ja, geil. Was? Ich tue beim Aufladen meines Smash-Angriffs Schaden anrichten? Exakt. Oh Junge. Wow, hier. Ja, machen die doch extra. Kann auf den losgehen und dann kommt natürlich der andere. Okay, ich sehe gerade, du bist am Boden liegen, so, dann schnapp ich mir mal diesen Bastard. Ah, jetzt kommt wieder der Angriff. Ja. Oh. Ja, ich mache Schaden, wenn ich meinen Dings aus. Okay. Habe ich gekonnt, aber macht sie jetzt so. Das war schlecht. Keine Ahnung, die finalen Bosse, die waren schon wieder. Ich verstehe es nicht. Das ist alles wieder am finalen Boss gescheitert. Mehr oder weniger, obwohl Coin hat mal sowieso nicht viel. Lass mich raten, welches Lied im Hintergrund ist. Das Ozeans graue Welle. Ich meine, das ist ein gutes Lied, aber es wird so overused im Spiel. Also habe ich schon erwähnt, dass Corin ein schlechter Charakter ist. Schlecht geschriebener Charakter. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt vor, was weiß ich, wie viele Parts, ne? Aber im Gegensatz zu Robin, welcher, ja, okay, der Spieler soll sich identifizieren mit dem Robin und Corin sind zwei Charaktere, die man sich am Anfang des Spiels erstellen kann. Und Robin ist mehr so nicht der Hauptcharakter, aber ein Hauptcharakter. Und ja, der ist halt der Stratege der Armee. Und bei dem ist das nicht so schlimm, da da so ein bisschen, weiß ich nicht, langweilig ist. Bei Corin allerdings, Corin ist der oder die Hauptcharakterin des Spiels und es ist dazu gedacht irgendwie, dass der Spieler sich mit dem Charakter identifizieren soll und das ist ein bisschen schlecht, wenn der Charakter sehr schlecht geschrieben ist. Also
Ich weiß, ist Nintendo und Nintendo will vielleicht nicht, dass, wenn man sich einen Hauptcharakter erstellt, dann man, weiß ich nicht, das Böse in Person ist oder irgendwie sowas, aber Nintendo will, dass man sich mit Coin identifiziert und dementsprechend haben die irgendwie den liebsten Charakter aller Zeiten geschrieben. Und ja, das Problem ist allerdings, so wie die Story geschrieben ist, funktioniert das manchmal nicht. Also Coin hat wortwörtlich einmal irgendwie daneben gestanden, als irgendwie Zivilisten abgeschlachtet worden sind von jemanden, weil der eigene Vater ist irre, will jeden töten und man will sozusagen von innen heraus das Königreich verändern und man will kein Aufsehen erregen und so sagen, ich stelle mich nicht gegen meinen Vater, nein, und er soll das nicht merken. Und deswegen sagt Corin nichts, als irgendwie der Vater irgendwie jemand anderen beauftragt, irgendwie Zivilisten abzuschlachten. Und Corin denkt dann so, ich muss das aushalten, weil ich, es ist für das Wohl der andere, wenn Leute den Kopf abgeschlagen wird. Ja, das ist irgendwie das schlimmste Beispiel. Ja, jetzt nicht so gut erklärt, aber ich glaube, so das schlimmste Beispiel in dem Spiel. Andros, Riesenaffe. Energiekugel. Lang zu. Aus Awakening. Ein Samurai mit einer Frauenphobie. Nee, warte mal, kann auch ein Tales of the Abyss vor. Merke ich gerade. Okay, gut. 5 Charaktere noch übrig. Gucken wir mal, ob wir hier was machen können. Ich habe immer noch keinen Dings hier kommen. Ach, das hier. Müssen wir doch im Dings hier machen, im Story-Modus. So. Hey, dich habe ich nicht, aber ich habe die Entwicklung von dir. So, irgendein Legendengeist. Ah, Zeus. Kampfverlauf, Sturmwarnung. Sturmwarnung, ehrlich. Und Katapultierbarkeit. Hätte ich lieber irgendwas. Das ist dann effektiv dagegen. Du. Okay, wo sehe ich, ob da effektiv ist oder nicht? Nirgendwo. Gut. Mal so, Mama. Ja, wie hat das funktioniert? Und wir kämpfen gegen Corin natürlich. Stimmt, Corins Drachenform sieht echt ein bisschen so aus wie Arceus, so wo ich darüber nachdenke. Also lange ich nicht außerhalb der Stage bin. Ja, was? Oh, was war das jetzt schon wieder? Hey, morgens. Boah, nach Kampf-Items. Oh. Ich vergesse es andauernd. So, mein Zeiger stärker. Aua. Nein. Ey, so. Oh. So, anpassen. Was das bringt. So, ich darf nicht außerhalb der Level. Alter, ich kann nichts machen. Okay, also ist es weg. So, ist nur du und ich. Ich bin immun gegen Wind. So, komm her, dich kriege ich jetzt. Ich bin immun gegen Wind. Komm her. Friss das. Nein, das gibt's jetzt nicht.
so ein bisschen besser Hauptcharakter als ich. Nein. Oh, warum fliegt denn der nicht raus, Mann? Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Tschüss, gut, danke. Wollte mich da auch noch erst fangen, ne? Fangen, also. Das ist auch ein Pokémon, ne? Das ist nicht so einfach, Entschuldigung. Oh. Da, mein Gott. So in den Rhythmus reinzukommen, das ist irgendwie für mich voll schwer. Ich muss genau drücken, wenn der Balken gerade nicht da ist. Man muss sein Gehirn irgendwie so programmieren halt. Ja, hat immer noch nicht meinen Stein bekommen. So, ich kann immer noch nichts Besonderes hier kaufen. Verheerungsgeist. Ganon, Verheerungsscannen, okay. Ich kann mir so Tickets kaufen, aber wir haben jetzt nicht mehr so viele übrig. Also gut, das war's dann für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter im Abenteuermodus und knüpfen uns die paar Geister vor, die noch übrig sind. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.